Ah, Mikrofon an. Hi. Hi, Leyland. Hier habe ich anscheinend nichts verpasst. So gesprächstechnisch. Klicke ich hier mal gerade kurz in Steam rum. Ach, komm schon, du schaffst das. So, ich glaube, Steam hat es geschafft. Das ist gut. Ich hatte hier mal einen Controller. Okay, ich muss mich auf den langen Weg dort rüber machen, weil irgendjemand an meiner Treppe gedreht hat. Ich glaube, ich nehme doch besser wieder das Feuer unten, weil ich glaube, da muss ich doch nur gegenüberlaufen und in das Bücherregal, oder? Oder nee, die sind unten nicht verbunden, die zwei Teile, die sind nur oben verbunden, ne? Ist ja eine Scheiße hier. Ach, wisst ihr, was sau doof ist? Ich hätte gern so, also ich habe Lust auf so viel Musik. Ich würde gern so viel Musik im Stream einfach mal laufen lassen. Weil es für mich halt auch Happy Musik ist und für mich gut mit der Stimmung geht und sowas, aber nee, dann kommt ja der GEMA und sagt, geh mal weg hier mit deiner Musik. Und das ist einfach doof. Man könnte so schön Stimmung machen. Aber ist nicht. Einfach mal an anständiger Musik freuen und so. Hätte jetzt so gern Bock, ein bisschen Bohemian Rhapsody mitzusingen und so. Ja, aber das ist ja. Ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Hier hast du extra Musik, die es nur zum Streamen gibt. Das ist scheiße alles. Hier laufe ich völlig unnötig lang. Das bringt mir nämlich gar nichts. Aber jetzt bin ich zumindest mal unten. Ach, die GEMA ist genau das gleiche wie Hollywood und alles andere und alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat im Großen und Ganzen. Alte reiche Menschen, die vor 30 Jahren aufgehört haben, aktuell zu bleiben und sich weiterzuentwickeln und an den gleichen Regeln, die damals funktioniert haben, heute festhalten, obwohl es nicht mehr funktioniert. Das sind Leute, die sich für Pferdeschutzbestimmungen und Heupreise im Zeitalter der Autos einsetzen. Sie ignorieren einfach, dass es sowas gibt und sagen, es ist Teufelszeug. Und wer leidet darunter? Wir. Ist nicht so, als hätten die Musiker was davon. Die Musiker kriegen genauso wenig. Ja, das stimmt. Diesen Shitstorm habe ich gesehen. H1Z1.
Also zur Erläuterung für die Leute, die davon gar nichts wissen, also so wie ich gestern. Ich habe es auch heute alles erst frisch erfahren und gelesen, ich wusste davon gar nichts. H1Z1 ist wohl so von Sony entwickelt, sowas wie DayZ oder DayZ, wie man es auch sagen möchte. Also so ein Open World, Zombie, Survival, blablabla. Und das ist jetzt entweder erst ins Early Access reingekommen oder gerade aus dem Early Access rausgekommen oder sowas. Auf jeden Fall, jetzt ist es öffentlich und vorher hat man können bezahlen, dass man spielen kann. Hä? Da war ich noch nicht. Say what? Ja, geh weg. Ich will die Nachricht nicht sehen. Ich will aufmachen. Und irgendwann haben sie dann halt in der Alpha, Beta, was auch immer, haben sie In-App-Purchases eingebaut. Also halt quasi DLCs, kann man ja sagen. So In-Game-Kaufscheiße. Haben aber beteuert, dass das rein kosmetische Sachen sind. Andere Skins für deine Klamotten und so Zeug oder so. Und sie sind strenge Gegner davon, dass man sich echte Spielevorteile durch so Sachen in Spielen kaufen kann und so. Und das wird es auf keinen Fall blablabla bei ihnen geben. Und Havoc hat schon alles gespoilt. Und dann gab es solche Airdrops, die angekündigt wurden. Also man kann quasi per Funk ein Flugzeug rufen, dass eine Kiste irgendwo abdroppt. Und ursprünglich war das wohl so beschrieben, dass das eine Kiste ist mit rein kosmetischen Items, die dann irgendwo random in der ganzen Spielewelt droppen kann. Und das ist für dich dann so quasi dafür da, ja, entweder kannst du dich halt versuchen, dorthin durchzukämpfen und was selbst zu ergattern von dem Kosmetikzeug, oder du hast halt eine geile Show, wenn du dich irgendwo schön auf den Berg stellst und dann zuguckst, wie 30 Leute auf die getroppte Kiste zurennen und sich hier ein Deathmatch halten quasi. So, und jetzt sind sie live gegangen mit dem Spiel anscheinend in Early Access und jetzt kann man diese Airdrops immer noch rufen gegen, was weiß ich, 1 Euro noch was oder sowas in die Richtung. Nur plötzlich droppen diese Airdrops nur noch quasi regelrecht auf deinem Kopf oder ganz, ganz, ganz nah bei dir. Und es sind eigentlich gar keine kosmetischen Sachen mehr drin, sondern nur noch die dicksten Items, die man wirklich hammermäßig gebrauchen kann. MGs, Minen, Granaten, lauter so Zeug. Das heißt, wenn du dir ein paar von diesen Airdrops holst, dann bist du unaufhaltsam vor allen Free-to-Play-Spielern davon gelaufen. Und keiner hat mehr eine Chance. Und deswegen ist der Shitstorm jetzt groß, weil sie die Leute, okay, man darf die nicht ignorieren, weil sie die Leute, die ihnen das Spiel finanziert haben und sich reingekauft haben die ganze Zeit, jetzt von vorn bis hinten belogen haben und jetzt ein ganz anderes Spiel released wird als das, was die ganze Zeit entwickelt wurde quasi. Jetzt ist der Shitstorm groß. Kannst verstehen, ich wäre auch angepisst. Aber es gibt eh eine relativ große Bewegung im Moment. Kann ich euch eigentlich theoretisch empfehlen, euch anzuschließen. Es wäre mal nicht schlecht zur Abwechslung. Gegen Spiele vorbestellen und Early Access Titel. Weil in letzter Zeit kommt nur Scheiße auf den Markt zu größten Teilen. Extrem viel Mist kommt auf den Markt, der niemals das Licht der Welt hätte erblicken dürfen und eigentlich der Firma das Knick brechen muss, wenn sie sowas rausbringen. Aber das ist nicht der Fall, weil das Spiel schon ausfinanziert ist, allein nur durch Vorbestellungen und Early Access Scheiße, bevor es auch nur halbfertig programmiert ist. Und deswegen machen die Firmen das immer weiter so. Es gibt Ausnahmen, aber die haben wie immer gelitten unter den ganzen anderen schwarzen Schafen. Und deswegen gibt es jetzt auch auf Reddit und so... Och Mann, ich muss viel langsamer machen. Gibt es jetzt die Bewegung, dass man auf keinen Fall irgendwas vorbestellen oder Early Access kaufen oder Betas oder sonst irgendwas machen soll. Es gibt reichlich Spiele, die nie fertig programmiert wurden und im Early Access dann gestorben sind. Hier Gnomoria ist doch genauso eins.
sollte ein Dwarf Fortress Klon werden. Nur mit Grafik und sowas. Und was ist es geworden? Ja, die Access-Krepiere. Ich meine, um ein kleines bisschen des Teufels Advokat spielen zu wollen, ich kann es an und für sich von der Verlockung her verstehen. Ich setze mich hin, programmiere ein Spiel und dann habe ich währenddessen schon Geld wie Sau und weiß eigentlich quasi schon 80% von allem Geld, was das Spiel jemals bringen wird, habe ich jetzt schon. Habe ich schon einkassiert. Aber ich habe erst die Hälfte der Arbeit gemacht. Das heißt, es lohnt sich rein mathematisch für mich überhaupt gar nicht, jetzt noch irgendetwas an diesem Spiel zu machen. Das ist Zeitverschwendung, theoretisch. Ich ruiniere mir halt mein Image damit, aber ja, das ist vielen egal. Und das ist halt genau das, was die Spieleindustrie im Moment krank macht. Die ganze Mischung aus Kickstarter, Early Access, Vorbestellzeug,